70 Jahre Julia auf dem Throne, 96 Jahre Leben. Es gab viele Momente, fröhliche Momente, sehr traurige Momente im Leben der Queen. Blicken wir gemeinsam auf die 10 wichtigsten Momente im Leben von Queen Elizabeth II. Am 21. April 1947 absolviert die Queen, damals noch Prinzessin, ihren ersten großen internationalen Auftritt bei einem Staatsbesuch in Südafrika. Es ist ihr 21. Geburtstag. Dort hält sie eine Rundfunkansprache, in der sie sich zum Dienst am Commonwealth verpflichtet. Die Rede ist wegweisend für ihre Zeit als Königin. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family. Wenige Monate später, am 20. November 1947, läuten die Hochzeitsglocken in der Westminster Abbey in London. Die Prinzessin und der Marineoffizier Philip geben sich das Jawort. Es ist die erste Adelshochzeit überhaupt, die im Fernsehen übertragen wird. Etwa ein Jahr später, am 14. November 1948, kommt ihr erstes Kind Charles zur Welt. Die Königin gilt als strenge Mutter. 2. Juni 1953. Ein junges Mädchen erklimmt den Thron. Ein Jahr nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters wird Elizabeth zur Königin gekrönt. Das Jahrhundertereignis in der Westminster Abbey sehen 300 Millionen Zuschauer live im Fernsehen. Die zweistündige Prozession durch London wird zu einem Spektakel. Mai 1970. Erstes Bad in der Menge. Sydney. Während eines Staatsbesuches in Australien entscheidet der Palast, die Monarchin muss mehr Volksnähe zeigen. Daraufhin läuft sie durch die begeisterten Menschenmengen. Diese Walkabouts werden ein wichtiger und fester Bestandteil hunderter Termine in den nachfolgenden Jahrzehnten. 1992. Das Horrorjahr. Charles und Diana trennen sich. Andrew und Fergie auch. Schloss Windsor brennt fast ab. Anne lässt sich von Ehemann Kapitän Mark Phillips scheiden. In ihrer Weihnachtsansprache sagt die Queen, 1992 sei ein Annus Horribilis. It has turned out to be an Annus Horribilis. 10 Jahre später feiert die Queen das goldene Thronjubiläum. Es ist der 24.06.2002. 1 Million Menschen auf den Straßen Londons. Abends großes Popkonzert vor dem Buckingham-Palast. Und Queen-Bassist Brian May klettert auf das Palastdach, um von dort God Save the Queen zu spielen. 22. Juli 2013, London. Die Geburt von Prinz George macht die Queen zur Urgroßmutter. Erstmals in der Geschichte der britischen Monarchie leben 4 Monarchen zur selben Zeit. Elizabeth II., Prinz Charles, Prinz William und Prinz George. Der kleine George nennt die Queen Nennen. Der 10. April 2021 ist ein schwarzer Tag für die Queen. Nach mehr als 70 glücklichen Ehejahren stirbt der Mann der Queen friedlich auf Schloss Windsor. Philip wurde 99 Jahre alt. Während der Trauerfeier wirkt die Queen gedankenverloren und einsam. Die Bilder bewegen die Welt. Juni 2022. Die Queen feiert 70-jähriges Thronjubiläum. 4 Tage lang dauern die Feierlichkeiten. Zehntausende Menschen ehren die Monarchin.